verlassen gerade Kota Kinabalu und sind jetzt auf dem Weg nach Sandakan. Eigentlich wollten wir mit dem Bus fahren. Wir waren auch gerade an der Bushaltestelle oder am Busterminal. Aber heute ist da echt viel los. Und der nächste Bus, der überhaupt frei ist, der fährt erst in 4 Stunden. Aber es gab hier überall solche Autos oder Minivans, die einen versucht haben mitzunehmen. Also sitzen schon Familien drin oder die teilen das dann die Kosten. Kostet dann 2-3 Euro mehr. Und jetzt haben wir uns entschieden, in so einem kleinen Auto die ganze Strecke zu fahren, weil das dauert sonst echt ewig. Dann wären wir erst heute Abend in Sandakan angekommen. Ja, und jetzt sitzen wir hier mit vielen Kindern und anderen Leuten in so ein Auto. Natürlich wieder total gequetscht und eng. Und fahren 5,5 Stunden, glaube ich, nach Sandakan. Sehr kuschelig hier. Wir sind jetzt endlich in Sandakan angekommen, also war eine ganz schön abenteuerliche Fahrt. Wir waren ja in so einem Van und die Kinder sind dann plötzlich permanent vor und wieder zurückgekrabbelt auf unseren Sitz, wieder zurück. Wir waren ja eh ein bisschen sehr voll beladen und der Fahrer hatte auch eine ganz schöne Geschwindigkeit drauf, man hat jedes Schlagloch mitgenommen. Aber dafür waren wir viel schneller als der Bus hier, ich glaube 5,5 Stunden. Wir haben keine Pause gemacht, wir sind die komplette Strecke durchgefahren. Ja, mir war sehr schlecht. Wahnsinn, war schlecht. Aber ich habe Hunger bekommen, weil wir haben jetzt die ganze Zeit ja nichts essen können, weil wir ja gefahren sind. Das heißt, wir haben jetzt eingecheckt, unser Hostel ist hier direkt an so einer Seepromenade. Und hier gibt es auch ein ganz gutes und günstiges Restaurant. Und da esse ich jetzt erstmal was. Franzis Essen kommt bestimmt auch gleich. Und wir genießen ein bisschen die Aussicht aufs Meer. Ich muss noch ein bisschen aufs Essen warten. Aber macht nichts, ich habe eh noch nicht so einen Hunger. Nachher müssen wir übrigens noch einkaufen gehen, denn morgen haben die meisten Geschäfte geschlossen. Und zwar liegt es daran, dass Ende des Ramadans ist. Mal schauen, also es ist unglaublich voll, aber der Ramadan oder das Fest zum Ende des Ramadans wird dann tatsächlich in den Häusern, oh, mein Essen kommt hier, gefeiert und nicht draußen auf der Straße. Das heißt, wahrscheinlich werden wir nicht allzu viel davon mitbekommen. So, nach dem Essen haben wir uns jetzt nochmal aufgemacht und sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen, beziehungsweise wir laufen noch durch die Stadt. Wir sind jetzt bloß 500 Meter vom Zentrum entfernt und da im Zentrum ist es ja richtig laut und hier ist es gerade total ruhig. Und hier in der Gegend sind auch recht viele Kirchen, also ich zeige euch mal ein paar hier, die direkt daneben uns stehen. Übrigens ist es hier auch super heiß und die Luftfeuchtigkeit ist auch richtig hoch. Also man fühlt sich immer noch, als ob man mit im Dschungel wäre und gar nicht in einer kleinen Stadt. Aber gut, wahrscheinlich liegt die kleine Stadt auch einfach im Dschungel. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr heiß und ja, ich habe heute auch scharf gegessen. Ich hoffe, es kühlt ein bisschen ab. Da, so muss man es machen. Einfach bauchfrei. Dann ist kühler. So sieht's übrigens aus, als wieder ein bisschen voller wird. Es ist der Wahnsinn. Wir waren gerade mal drinnen in den Supermarkt und jetzt echt Mord und Totschlag. Es sind so viele Menschen, die anscheinend für morgen einkaufen. Und es ist der Wahnsinn. Also vor allem den Cola scheint sehr begehrt zu sein. Yep. Die hatten gerade eine Stiege gebracht mit diesen, sind glaube ich 12 Cola-Flaschen, 1,5 Liter drin. Und das bis oben hin gestapelt, hat 10 Sekunden gedauert und waren alle weg. Ja, Wahnsinn. Also riesiges Fest hier morgen. So, wir machen jetzt noch so einen kleinen Spaziergang durch die Stadt hier in Sandakan. Da gibt es so einen Heritage Trail und da kann man ein Stückchen hier laufen und jetzt kommt hier quasi so ein Friedhof, so ein chinesischer und japanischer Friedhof. Schauen wir mal kurz, wie das hier aussieht. Das hier ist der chinesische Friedhof und das sind hier die Gräber vom Zweiten Weltkrieg. Da gab es so eine Säule, aber die sieht nicht so spektakulär aus. Und der Friedhof, der sieht schon anders aus als bei uns. Guten Morgen, wir sind jetzt hier in Sepilok.
Wir haben uns einen Grabcar genommen, haben so ungefähr 4 Euro bezahlt und sind jetzt hier nach Sepilok gefahren. Ist gar nicht so weit weg von Sandakan. Und hier gibt es relativ viel zu sehen. Also hier gibt es Orang-Utans, eine bestimmte Bärenart. Müssen wir mal schauen, wie die heißt, und wieder auch Nasenaffen. Und als erstes wollen wir uns jetzt so eine Fütterungsstation anschauen für die Orang-Utans. Ansonsten müssen wir mal schauen, was wir noch so danach machen. Übrigens, nicht, dass ihr euch wundert, gestern haben wir dann einfach nicht mehr gefilmt. In Sandakan gibt es halt nicht ganz so viel zu sehen, was man nun filmen kann oder was man euch zeigen können. Deshalb haben wir uns einfach ein bisschen ausgeruht und die Kamera mal weggestellt. Aber heute sind wir ja jetzt wieder mit der Kamera an Bord vertreten. Und jetzt müssen wir erstmal 1,5 Kilometer loslaufen zu den Orang-Utans. Seht mal hier, die Palmen, die sehen auch ganz schön lustig aus. Die sind immer abschnittsweise so rot oder orange, manchmal richtig grellrot, ja? Eher so ein Orangeton. Weiß nicht warum, aber in letzten Orten sind das in Mulo auch schon aufgefallen. Da waren alle Palmen auch so orange angemalt, sah das quasi aus. Aber es ist Natur, ist nicht angemalt. Noch gar nicht so weit gelaufen, aber wir müssen sagen, es ist super touristisch hier. Ja, wir waren jetzt gerade in so einer Pflegestation. Da sind richtige Bänke hingebaut. Hier sind bestimmt 50 Touristen schon alleine, die hier zuschauen. Mal schauen, wie das jetzt bei der Fütterungsstation ist. Also, boah, so viele Leute hatten wir in Kuching nicht. Ja, war irgendwie eher wie im Zoo, weil es war so eine Glasscheibe, durch die man gucken konnte. Naja, mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Okay, kurz nachdem wir uns gerade beschwert haben, dass die letzten Orang-Utans hinter Glas waren, kam jetzt gerade einer, der ist einfach so durch den Dschungel gehangelt und hat uns kurz dabei angeschaut, immer versucht so eine Liane zu greifen, hat es nicht ganz geschafft und das war schon cool, weil man so sieht, dass die einfach ja, sich frei hier durch den Dschungel hangeln. So, gerade war jetzt bei der Fütterungsstation nur ein Orang-Utan gekommen, aber es liegt auch daran, dass sie hier sich halt überall frei bewegen können. Also ich glaube, die haben hier mehrere tausend Quadratmeter, wo sie überall in den Wald springen können. Manchmal kommen sie halt hierher, aber es war ja auch wie beim letzten Camp. Es ist gerade Blütenzeit und da können sie halt so viel schon im Dschungel finden und müssen hier nicht zu den ganzen Touristen laufen. Aber wir haben ja auf dem Weg auch schon einen gesehen gehabt. Genau. Ist ja eigentlich auch schön, wenn man weiß, dass sie hier immer wieder in dieses Schutzgebiet rein und raus können, wie sie möchten. Und ja, dann sieht man halt leider nicht immer welche. Schon wieder ein Orang-Utan auf dem Weg her. Wir sind jetzt im Sunbeer Conservation Center und das ist so eine Einrichtung, die sogenannte Malaienbären oder auch Sonnenbären genannt aus ihrer Gefangenschaft befreien, weil hier immer noch richtig viele von den kleinen Tierchen leider illegal gefangen gehalten werden. Und genau, diese Organisation befreit sie dann und versucht sie in diesem Center hier zu rehabilitieren, sodass sie nach und nach wieder an die Wildnis gewöhnt werden und dann letztendlich ja, wieder auch frei leben können.
Ihr habt es ja auch gerade gesehen. Die Bären essen hier gerade irgendwie ein bisschen Kürbis und suchen hier überall in den Laub nach Würmern. Die mögen sie nämlich auch sehr gerne. Aber auch klischeehaft für Bären, die mögen hier natürlich sehr gerne auch Honig. Aber haben wir noch nicht gesehen, wie sie den Honig hier essen. Dafür müssen sie erstmal klettern. Ach so, der Honig ist oben. Übrigens haben wir uns auch gerade kurz mit einem der Mitarbeiter hier unterhalten. Also die meisten werden tatsächlich, nachdem sie alles beigebracht haben, was man braucht, um zu überleben in der Wildnis, dann auch wieder losgelassen. Aber es gibt eben Bären, die tatsächlich in diesen Käfigen aufgewachsen sind und die haben überhaupt keinen Sinn für Klettern und irgendwelche Instinkte. Und ja, die bleiben dann tatsächlich hier in Sicherheit. So, eigentlich sind wir jetzt bei den malaysischen Bären hier, aber durch Zufall kamen jetzt gerade zwei Orang-Utans an, also eine Orang-Utan-Mutti mit ihrem kleinen Baby, das nebenher immer gelaufen ist. Und die sind quasi direkt über uns hier auf dem Weg lang gegangen und waren bloß 2-3 Meter von uns entfernt. Also haben echt Glück gehabt. Also es lohnt sich, erst hierher zu gehen und zu sehen, vielleicht sieht man ja schon genug Orang-Utans, da muss man nicht nochmal rüberlaufen. Nächster Stopp, wir sind jetzt ein bisschen weiter gelaufen, also ungefähr 1,5 Kilometer von diesem Orang-Utan- und Bärenzentrum ist hier das Rainforest Discovery Center. Und jetzt zu mir, wie der Name schon sagt, mitten im Regenwald mal wieder. Und das ist eine recht große Anlage, gibt es recht viele Wanderwege und auch so einen Treetop Walk. Und auf den gehen wir jetzt einfach mal drauf. Soll es wohl alle geben. Also hier zum Beispiel so eine Echse, die sich dann so aufblasen kann und dann kann sie so vom Baum runtergleiten. Haben wir bis jetzt zwar öfters gesehen, aber ohne dass sie wirklich geflogen sind. Es sind noch ein paar Schlangenarten. Fliegendes Eichhörnchen. So ein Frosch. Mal schauen. Jetzt geht's für uns wieder zurück zum Hostel und ja, raus aus dem Discovery Center. Also es ist echt eine riesen Anlage. Man sieht sehr viele Pflanzen hier. Also es ist riesengroß und von den ganzen Türmen und in dem Baumwipfelweg sieht man wirklich auch die obersten Etagen der Bäume. Aber Tiere haben wir jetzt hier nicht so viel gesehen. Vielleicht muss man geduldiger sein, auch vielleicht sind wir einfach zur falschen Jahreszeit hier oder zur falschen Tageszeit. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, hier ist kein einziger in dem Park, der aufpasst. Alle Cafés sind geschlossen und es gibt auch keine Angestellten, die irgendwelche Touren anbieten. Ein bisschen verlassen hier.